Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind zurück hier bei Europa Universalis 4 mit Buganda und unserem König Mutesa Abalasangaye, der Bruder des vorigen Königs, würde ich jetzt einfach mal sagen. Kann auch ein Cousin sein, man weiß es nicht. Mittlerweile 58 Jahre alt und er ist ein Stadtentwickler. Also er setzt sich dafür ein, die Provinzen zu entwickeln und die Städte. Und gleichzeitig ist er bündnistreu. Das ist ganz wichtig, denn wir befinden uns wieder in einem Krieg, der angezettelt worden ist von Äthiopien. Äthiopien wurde angegriffen. Genau, so war es gewesen. Die sind auch hier, was die Militärstärke angeht, deutlich in der Überzahl. Aufgrund vom Mamelukenreich. Bin mal gespannt, was da passieren wird. Wir können relativ wenig machen, weil wir hier nicht nach oben kommen. Da brauchen wir Zugang von Swahili und von denen kriegen wir keinen Zugang. Und Schiffe haben wir sowieso nicht. Also werden wir wahrscheinlich erstmal nichts tun. Wir könnten rein theoretisch hier durchlaufen. Man könnte sich es überlegen. Müssen wir mal schauen. Rebellenaufstand, wann haben wir den? Oh, den haben wir noch schon relativ bald. Okay. Okay, wir könnten Rebellen unterdrücken. Wie sieht's aus technologisch nochmal? Die letzte Aufnahme ist schon ein bisschen länger her. Da war ich ja krank gewesen und das hat ja alles so ein bisschen durcheinander gebracht gehabt. Das dauert noch ein bisschen, 9 Jahre. Wir müssen halt schauen, dass wir die hier konvertieren. Ja, konvertieren möchte ich eher weniger. Rebellen unterdrücken. Das könnten wir rein theoretisch machen. Das machen wir auch. Genau. Dann sollte das jetzt erstmal kein Problem mehr sein. Ja, 4,6 Jahre. Das geht. Haben wir Kriegssteuern schon ausgehoben? Ja, haben wir. Okay. Ansonsten, ja, wir müssen sehr viele Zinsen noch zahlen. Schaut mal, 7 alleine durch die ganzen Schulden. Das ist sehr, sehr heftig. Da müssen wir gucken, dass wir das irgendwie in den Griff bekommen. Aber da sind wir ja dabei. Wir lassen mal weiterlaufen. Wie gesagt, bin gespannt, wie der Krieg laufen wird. Im Normalfall könnte Äthiopien da das relativ gut hinbekommen. Hängt halt eben davon ab, was das Mamelukenreich macht. Ist ein relativ großes Land. Hier sieht es ja schon mal ganz gut aus. Ajuran steht hier oben, 16.000. Wie viele Einheiten haben die denn? 10.000, 5.000. Sie haben 16.000. Das heißt, alle Truppen von Ajuran sind hier oben. Wir könnten uns also überlegen, hier hinzugehen. Dann werden wir das mal machen. Aber wir können doch hier durchlaufen. Ah gut, dann hat wahrscheinlich Äthiopien oder Ajuran hier Militärzugang geholt. Dann bewegen wir uns doch ein bisschen. Unser König geht natürlich voran. Wir sind bündnistreu und werden natürlich auch versuchen, da etwas hinzubekommen. Wir behalten nur das hier auf jeden Fall im Blick, weil damit unterstützen wir Äthiopien sehr, sehr viel, damit die auch hier dementsprechend beispielsweise gegen das Mamelukenreich vorgehen können. Ansonsten wird es ein bisschen schwierig für sie. So, wir machen jetzt wieder Plus. Ah, durch Kriegsbeute. Ja klar, wir plündern jetzt hier auch quasi. Ist ja auch ganz gut. Kommt unserer Kasse ja auch zugute. So, wir haben die erste Provinz besetzt. Das ist schön. Wir könnten direkt die Hauptstadt besetzen. Das wäre eigentlich ganz gut. Besuch zwielichtiger Gestalten. An unserem Hof sind ein paar etwas zwielichtig aussehende Personen aufgetaucht, um unserem König ihre Dienste anzubieten. Sie behaupten, über Möglichkeiten zu verfügen, deren sich kein anständiger Herrscher jemals bedienen würde. Wir sind bündnistreu. Stadtentwicklung, naja. Das ist ein Angebot oder das ist, wir gut ablehnen können. Ich würfel das mal aus. 1 bis 3 das obere, 4 bis 6 das untere. So, die 6, das heißt, dass wir gut ablehnen können. Was wäre denn da gekommen? Aha, okay. Ja, da kriegen wir Prestige, ist auch in Ordnung. Ah ne, hier ist noch nicht die Hauptstadt. Ach, ich dachte, ja, das ist hier das ist der Staat oder die Region. Hier ist noch eine Provinz dazwischen. Ich werde von der Geschwindigkeit nicht höher gehen, damit wir halt eben aufpassen können wegen denen hier. Oh, da haben wir 32.000 Mameluken. Gehen direkt mal weiter nach vorne. Wir werden wahrscheinlich nichts aus diesem Krieg bekommen, aber das ist nicht weiter schlimm. Da hat Äthiopien eine wichtige Schlacht. Ja, die 7.000 müssen eigentlich dann nach oben. Ach, die haben das jetzt tatsächlich sogar noch geschafft, oder wie?
Ja. Ja, das ist schade. Da haben die Mameluken doch noch rechtzeitig eingegriffen. Wir versuchen mal die Hauptstadt hier zu besetzen, um eben Äthiopien die Punkte zu bringen, die sie brauchen, um da vielleicht einen günstigen Frieden hinzubekommen. Die müssen ja nichts erobern. Na. Was wollen die haben? Diese Provinz wollen sie gerne haben. Wäre schön, wenn die Mamelucken hier rüber gehen würden, weil da könnte man das vielleicht irgendwie abschließen. Aber sieht auch so aus, als ob wir. Oh, wir haben einen Erben. Sehr schön. Dann könnte man das vielleicht hier abschließen, dass sie dann hier oben bleiben. Aber Problem ist, die haben wahrscheinlich hier auch die Hoheit auf See. Ja, die haben deutlich mehr Schiffe. Ja gut, ist halt ein harter Brocken. Okay, er möchte ihn gerne Tembo nennen. Dann lassen wir ihn auch Tembo. Ist ein guter Name. Das sollte so funktionieren. Also wie gesagt, Ziel ist es, hier günstig rauszukommen. Ah, hier könnte man jetzt überlegen, die müssten jetzt da eigentlich reinlaufen. Solange das noch nicht. Ja, jetzt ist es erobert worden. Die Hauptstadt von Äthiopien. Weil da könnte man vielleicht eine wichtige Schlacht schlagen. Die anderen sind ja jetzt erstmal hier oben beschäftigt. Ja. Aber wichtig ist erstmal, dass wir die Hauptstadt von Ajuran hier besetzen. Und dann gucken wir mal. Also wir wollen auf jeden Fall so quasi das begrenzen, was passieren kann. Schlimmstenfalls könnte es so sein, dass sie eben von uns fordern, dass wir diese Provinzen zurückgeben. Das wäre rein theoretisch möglich, weil das ja Kernprovinzen von Swahili sind. Das wollen wir gerne vermeiden. So, ich hoffe, ich bin nicht zu laut, weil sich auch das Aufnahmesetup ein bisschen geändert hat. Wenn doch, dann entschuldige ich mich dafür. Okay, so langsam kommen wir hier vorwärts. Hier sind sie dabei, das zu befreien. Die sind erstmal hier noch oben. Ja, hier ist alles besetzt. Das ist ein relativ großer Krieg. Wir können uns das ja mal anschauen, wie das diplomatisch aussieht. Ja, ist schon ein bisschen was. Vor allem sind wir halt eben militärisch noch nicht so weit, dass wir dagegen ankämpfen könnten. Weil unsere Technologie noch so weit rückständig ist. Aber wir sind ja auf dem Weg, da besser zu werden. Boah, wir sind so weit da entfernt. Was haben wir da? Takamaische Selbstbestimmung. Wir glauben, dass die Kandaiche Buganda gerecht regieren. Mutesa I. ist unter unserer Herrschaft zu den verschiedenen Stämmen immer gerecht gewesen. Für manche Untertanen reicht dies jedoch nicht aus. Das Volk der Takamaischen entsandte einen Repräsentanten aus Buzinsa, der mehr Rechte bezüglich Entscheidungen, die den eigenen Stamm betreffen, verlangt, wenn sie weiterhin unter der Herrschaft von König Mutesa stehen sollen. Auch wenn dies scheinbar eine bescheidene Bitte ist, so klingt sie aufgrund der Neuigkeit über die Unzufriedenheit in ihrem Heimatprovinz mehr wie eine Forderung. Okay, wir sind bündnistreu, wir wollen die Stadtentwicklung nach vorne bringen. Der vorige Herrscher war ja tolerant und hat auch versucht, die Integration der verschiedenen Stämme, die wir haben, voranzubringen. Ich denke, wir werden uns daran anschließen. Ja, genau, also wir schließen uns dieser Tradition, sage ich mal, an, damit wir das erstmal alles schön unter einem Hut behalten und da Ruhe haben. Das müsste dann das Erste sein. Am besten herrscht man über die Stämme, indem sie sich selbst regieren. Genau. Kriegen ein bisschen Autonomie. Ja, hier wären wahrscheinlich, ja. Okay. Ist aber, denke ich, an sich jetzt erstmal so in Ordnung. Hier Buzinsa. Genau, Takamaich. Hier die ganzen Darlehen. Ja, sieht doch relativ gut aus. Sollte also ganz gut dabei sein. Wie lange haben wir hier noch Waffenstillstand? Bis 80, also in 5 Jahren. Da werden sie hundertprozentig wieder angreifen und das wird dann richtig hart. Weil die dann erstmal sich um uns kümmern. Und ob dann Äthiopien, hängt halt eben davon ab, wie der Krieg hier läuft, uns helfen kann, ist eine andere Frage. So, sehr schön, das haben wir besetzt. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir gehen noch mal weiter nach oben. Ich hoffe, die machen bald hier einen Frieden. Ich hoffe, Äthiopien fordert nicht zu viel. Wir machen hier weiter, damit wir hier auch noch ein bisschen plündern, weil wir können die verschiedenen Provinzen, wo sehen wir das? Ah, hier. Gibt es immer einen bestimmten Wert, den man hier plündern kann. Das kommt unserer Kasse zugute. Das ist ganz gut, logischerweise.
Also Ajuran ist fast komplett besiegt, sage ich mal so. Wir sind jetzt auch nicht mehr so gut dabei. Na, schaut mal. Mitribari schloss Frieden mit Ajuran. Ernsthaft, also die haben jetzt aufgegeben. Das heißt, wir sind jetzt ja, mit ein paar Ländern weniger hier unterwegs, aber wir haben ja trotzdem hier den Großteil besetzt. Das ist das Wichtige. Und das hier darf nicht besetzt werden. So. Gehen da mal weiter. Ah, die befreien jetzt das hier alles. Ich hoffe, die machen hier relativ bald Frieden. Wir hatten ja beim letzten Krieg hier einen Separatfrieden gemacht. Dafür, da muss ich nochmal sagen, ich glaube, das ist noch nicht angemerkt worden oder wird vielleicht angemerkt, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber das war eigentlich falsch gewesen in der Ausführung unseres rollenspielerischen Spiels. Denn bündnistreu, ich glaube, jemand, der bündnistreu ist, würde das nicht machen. Auch wenn das Bündnis nicht aufgelöst wird, aber das ist eigentlich nichts. Deswegen werden wir das auf jeden Fall nicht mehr machen mit diesem Charakter. Aber ich denke mal, in der aktuellen Situation. Nee, warte, das war ja noch der traditionelle. Nee, das ist egal. Hat sich erledigt. Der jetzige König, den wir jetzt haben, der ist ja erst nach dem Krieg dazugekommen. Okay. Gut. Hat sich also, wie gesagt, erledigt. Nur ja, 33%. Ich würde mal als Äthiopien langsam mal anfangen, hier Frieden zu schließen. Anstatt hier die Schlachten zu verlieren. Selbst wenn wir mit unseren 11.000 dazugehen, das hätte kaum Auswirkungen, weil die wirklich so schlecht sind, dass es, ja. Okay. Das hätten wir. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Jetzt könnten wir eigentlich wieder runtergehen. Ja, schicken wir die Truppen nach unten. Also jetzt können wir auf jeden Fall sagen, dass wir keinen Separatfrieden machen. Auch wenn es jetzt hier wahrscheinlich möglich wäre. Aber ich hoffe doch sehr, dass Äthiopien jetzt hier langsam mal auf die Idee kommt, da etwas zu machen. Rebellenaufstand. Ist halt eben die Frage, wie viele Truppen würden denn da kommen? Sehen wir das irgendwo? Nee. Ah doch, 10.000. Okay, das könnten wir machen. Die dürfen ja normalerweise nicht stärker sein als wir. Wo wäre das? Wahrscheinlich halt eben auf deren Provinzen. Ja, hier. Unzufriedenheit in der Bauernschaft, Konflikte und Proteste über Steuern, Grausamkeit der Grundbesitzer, Ausbeutung und Zölle häufen sich und können sich sehr negativ auswirken, wenn wir die Situation nicht sorgsam angehen. Ja, wir werden versuchen, die Situation zu verbessern. Kostet Geld, aber wir wollen ja ein bisschen Ruhe reinbringen. Und ihnen auch die Möglichkeit geben, Teil unseres Wohlstands zu sein. Mehr oder weniger. Boah, also ich bin ganz ehrlich, wenn ich Äthiopien wäre, hätte ich jetzt schon hier versucht, also nicht Separatfrieden, sondern einfach einen weißen Frieden hinzubekommen. Weil die kriegen jetzt hier richtig auf die Schnauze. Und wenn das hier erstmal gefallen ist, dann wird es schwierig. Und wie gesagt, wir haben ja noch kurz ans Mikro gekommen. Entschuldigung. Ja, da haben wir sie. Boah, ernsthaft? Ja, die sind sogar hier Moral und Militärtaktik wesentlich stärker als wir. Boah, das ist übel. Ja, da müssen wir ordentlich in die Militärtechnologie investieren. Hier haben wir den Fokus ja schon verändert gehabt. So, jetzt würde ich Frieden machen. Ich bin da ganz ehrlich. Vielleicht ein bisschen Geld fordern oder sowas, aber ich glaube, die wollen halt eben gerne expandieren. Das ist so ein bisschen das, was sie sich erhoffen. Aber die schaffen ja hier die Schlacht nicht. Oder die anderen lehnen die ganze Zeit ab, aber bei so einem Kriegsstand geht das gar nicht. Ja, jetzt 28, 29%. Ja, das ist ungünstig. Vielleicht brauchen wir auch einfach einen besseren General, wobei der ja schon sehr, sehr gut ist.
Wir können ja mal schauen, wie sieht es denn hier aus? Armeetradition, ja gut, 16 ist jetzt auch nicht so hoch. Militärtech müssen wir auf jeden Fall nach oben bringen, aber das ist ja eine Sache, die wissen wir ja schon. Die sollen sich erstmal erholen. Die sind ja schon mal weniger. Ja, die haben auch einen 2-Sterne-General. Wir werden trotzdem mal ein. Ah gut, der kostet aber auch wieder Darlehen zurückzahlen. Wenn wir zurückzahlen können, zurückzahlen, weil dann werden hier die Zinsen schon mal weniger. Auch wenn 7, wie gesagt, sehr, sehr heftig ist. Aber das ist auch jetzt, weil wir momentan Armee-Dingens hier hoch haben. Ach, jetzt kommen hier natürlich noch Rebellen, die machen natürlich alles wieder kaputt. Ah, endlich Frieden. Oh. Ajuran tritt Berbera an Äthiopien ab. Der Frieden kostet 2. Ja. Okay. Das heißt, günstiger Frieden. Die haben sich tatsächlich sogar noch eine Provinz geholt. Das ist gut. Freut uns. Wir haben unser Bündnis gehalten. Sehr schön. Wir haben natürlich noch einen Blick hier auf Jaka. Logischerweise, sie sind ja unser anderer Bündnispartner. Kann mir gut vorstellen, dass sie vielleicht irgendwann mit Kongo hier nochmal, dass sie da losgehen. Ja, da maximale Anzahl von Dingens hier Darlehen. Wir könnten hier rein theoretisch Entdecker-Ideen weitermachen, aber da ist halt eben die Frage, ob wir das tun sollten. Er ist ja jetzt kein Entdecker. Okay, die stürmen aber hier ganz schön aggressiv nach vorne. Dann gehen wir ihnen mal entgegen. Das wird hier tatsächlich als Kernprovinz von denen angesehen. Also das ist auch heftig. Ja, das müssen wir leider verlängern. Sieht nicht gut aus. Wir könnten relativ bald bankrott werden. Das ist nicht gut. Ja, haben wir hinbekommen. Sehr schön, ist weg. Das heißt, wir müssen hier beim Finanziellen erstmal die Armee runterstellen. Zack, damit wir da Plus machen, weil ansonsten würden wir bankrott gehen. Und das möchte ich eher vermeiden. Das heißt, wir sollten erstmal als Ziel für die nächste Zeit, also wenn wir irgendwelche Kriege führen oder sowas, nicht expansiv, sondern eben dann doch, was das Geld angeht. Ach, schaut mal hier, Pate greift oder Patte greift hier Swahili an. Wer hat angegriffen? Haben die angegriffen? Ne, das sind Verteidiger. Oh, und die können hier nicht durch. Wir geben denen hier auch keinen Zugang. Das heißt, sie müssten hier, ja, die werden jetzt hier so angreifen. Ah, da würde ich die schon gerne unterstützen hier, Pate. Aber gut. Ab ins Unbekannte. Das unbekannte Territorium mitten und jenseits der Dschungel an unsere Grenze mag auf viele andere Völker bedrohlich wirken. Unser Stamm lebte jedoch schon seit langer Zeit in Ländern wie diesen und er wäre niemals gewachsen, wenn wir Angst vor der Erkundung des Unbekannten gehabt hätten. Das hier könnte ein entscheidender Moment sein. Nun bittet eine große Gruppe junger Jäger den König um Erlaubnis, Erkundungen zu führen und sich an einem beliebigen entdeckten Ort niederlassen zu dürfen. Gewiss sind diese fähige Leute, die vieles leisten können, wenn sie ihre Zeit nicht für Träume von unbekannten Orten verschwenden würden. Doch wer sind wir, dass wir das Recht hätten, diese jugendliche Neugierde aufzuhalten? Wir haben zwei Möglichkeiten. Geht und beansprucht, was ihr für Buganda findet. Oder wir sind der König und sie werden hier gebraucht. Ich gehe mal davon aus, die würden dann anfangen, hier irgendwo eine Kolonie zu gründen. Das könnte wieder, kostet halt eben wieder Geld. Aber ich glaube, das finden wir eigentlich ganz gut. Das würde ja auch nochmal die Entwicklung ein bisschen steigern. Geht und beansprucht, was ihr für Buganda findet. In Lango. Oh, Kolonialwachstum plus 25%. Sehr schön. Hier das. Ja. Dann schicken wir auch direkt mal hier einen Kolonisten dorthin. Ah, die sind aber auch schon aggressiv. Machen wir trotzdem. Können wir dann ausbauen. Wenn die das eben so haben wollen. Tauschhandel nimmt zu.
während der schlechte Zustand der bugandischen Währung immer mehr zu einem Problem für uns wird, hat das einfache Volk begonnen, sich nach anderen Lösungen umzuschauen. Viele kehren zum Tauschhandel zurück, da sie dem Gebrauch von Geld zunehmend misstrauisch gegenüberstehen und ihn vermeiden, wann immer es geht. Vielleicht sind ihre Sorgen fehl am Platz, doch wenn wir nicht schnell handeln, könnten wir die Kontrolle über die Wirtschaft und schließlich über das Land selbst verlieren. Wir machen mal, er sucht lieber den Rat unserer besten Ökonomen, um dies mit allen Mitteln aufzuhalten. Oh, da haben wir Inflation ein bisschen bekämpft, das ist auch sehr schön. Wir müssen trotzdem hier schauen. Ah, das ist halt eben teuer, das ist eben die Frage, ob sich das überhaupt lohnt, aber das ist halt eben ein schöner Bonus. Wenn wir hier ein bisschen runtergehen, so dass es immer noch ein positives Siedlerwachstum, hier haben wir 0. So, 1, da werden wir positiv. Dann gehen wir nicht zu sehr ins Minus. Was ja schon mal ganz gut wäre. Wir müssen auf jeden Fall noch hier die Sachen da befreien. Machen wir direkt auch. Ja, die Bauern rasten hier auch in Ajuran aus. Also hier der Krieg mit Swahili, der sieht da noch gar nicht mal so verkehrt aus. Ah, die landen erst jetzt dort. Strafkolonie in Lango etablieren. Die Fortschritte unserer Kolonie in Lango sind langsamer, als wir es erwartet hatten. Ja, warum nur? Einem unserer Berater ist aber ein Plan eingefallen, wie man das Wachstum beschleunigen könnte. Er schlägt vor, dass wir Diebe, Schuldner und andere Kriminelle nach Lango schicken, wo sie ihre Schulden bei der Gesellschaft durch Arbeiten zur Entwicklung der Kolonie ableiten und sich nach der Verbüßung ihrer Strafe schließlich niederlassen können. Dieser Plan sieht auf dem Papier eigentlich ganz gut aus, aber derart viele gefährliche Individuen an einem Ort zu versammeln, könnte auch das Rebellenrisiko erhöhen. Wir werden es trotzdem machen, damit wir die Kolonie schneller etablieren können. Klingt gut für den Plan. Führt den Plan aus, genau. Nochmal. Das Kolonialwachstum hier gesteigert. Ist ja jetzt ein richtiger Magnet. Auch wenn jetzt der Anstieg jetzt nicht so hoch ist, weil wir halt eben den Unterhalt sehr weit runtergestellt haben. Hier sehen wir es ja. Also es würden da ordentlich viele Leute hinziehen. So. Ich glaube, wenn wir das wieder befreit haben, könnten wir wieder Plus machen. Ah, die Zinsen, die hauen halt echt rein. So. Schlechte Regierungspolitik. Dumme und zur falschen Zeit eingeführte politische Änderungen wurden oft vom Volk negativ angenommen. Über ihre eigentlichen Resultate hinweg wurden sie als Beweis für den bösen Willen der Regierung und mangelndes Interesse am Wohlstand des Reichs angesehen. Wir versuchen natürlich, die Situation zu verbessern. Kostet wieder Geld, das ist ungünstig. Logischerweise. Haben wir die maximale Anzahl von Krediten, das ist nicht so schön. Haben wir Kolonialwachstum? Hier hätten wir nochmal Kolonialwachstum. Wie würden das hier denn eigentlich kosten? 400. Haben wir hier irgendwas Wichtiges? Akzeptierte Kulturen, Schiffswehr, Flottenmoral, Reichweite, Handel. Wir werden mal hier die Entdeckerideen jetzt nach vorne bringen, weil wir jetzt gerade davon beeinflusst sind. Ideen der afrikanischen großen Seen. Rekrutenreserven steigern sich, das ist sehr schön. Und das Kolonialreichweite ist jetzt auch erhöht. Aber wir wollen eigentlich hierhin, Land der Möglichkeiten. Brauchen wir noch ein paar Punkte, kriegen wir aber hin. Sollte kein Problem sein. Genau. Und hier brauchen wir halt eben noch sehr, sehr lange. Also ich denke mal, das haben wir jetzt gemacht, weil wir jetzt die aktuellen Ereignisse quasi beobachten. Ja, Darlehen zurückzahlen. Jetzt sind wir wieder leicht im Plus. Naja, genau bei 0. Aber es ist auf jeden Fall mal kein Minus, was ja an sich schon mal ganz gut ist. Ich hoffe, Äthiopien erholt sich bald. Denn die Waffenruhe, die hält nicht mehr so lange. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die uns angreifen werden. Haben wir hier die Beziehung? Ein bisschen können wir sie vielleicht noch verbessern. Wir sind mit Wasangali verbündet. Und die haben Mahafali als Vasallen. Das ist hier das, genau. Und beim letzten Krieg hatten wir ja Glück, dass die hier auf Madagaskar beschäftigt waren, aber jetzt sieht das eben halt nicht so aus. Potenziell interessant wären natürlich hier beispielsweise Sansibar.
die Inseln hier. Aber an Expansion ist jetzt erstmal nicht zu denken. Na, mit Kasembe sind wir ja auch verbündet. Na, ist halt eben so eine Sache. Ist schwierig. Wir haben zu viele diplomatische Beziehungen, das weiß ich. Aber wir sind ja bündnistreu, also ist das erstmal alles kein Problem. Hier kriegen wir keine dynastische Verbindung hin, nee, weil die koptisch sind, genau. Ja. Müssen wir schauen. Wir gucken uns das in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das war's von eurem Kompass. Bambuso.